das ist doch schon mal ein bisschen besser. Naja, super. Okay, ein Teil wollte ich mal gebrauchen. Das ist definitiv jetzt hinüber. Mit denen lege ich mich jetzt, glaube ich, erstmal nicht an. Also, ich kann ja schon mal sagen, was mit denen, was die so vorhaben. Wenn man nämlich an diese Tentakel rankommt, die da runterhängt, dann fangen die an, einen hochzuziehen. Oh, das sieht auch etwas ungesund aus, da reinzuschwimmen. Da könnte man. Na toll, jetzt zeige ich es doch. Also der Häcksler sah jetzt ganz unschön aus. Da sollte man vielleicht einen großen Bogen drum machen. Och nein. Also so langsam wird's lächerlich. Jetzt aber ganz vorsichtig. So. Ich muss es jetzt auch nicht übertreiben. Und dann gehen wir mal hier weiter raus. Das deutet sicher schon an, was man da machen muss. Ich hoffe, man kann hier weit springen. Oh. Ich glaube, da kann man schon fast einfach rüberlaufen. Uiuiui. Also ich springe jetzt hier gar nicht mehr. Ich laufe einfach nur noch runter. Also, das geht locker. Das ist ja echt gut zu schaffen. Was sind wir jetzt hier? Das sieht ja schon wieder so aus wie da, wo wir eben waren. Wo sind wir denn hier? Ist das nicht? Sind wir nicht angekommen? Ah, nee. Das ist gegenüber auf der Seite. Das war das, was wir eben gesehen haben. Ah. Dann machen wir uns mal auf. Aufwärts. Der Office Complex. Aber interessant, dass das noch funktioniert. Ja, ich werde mich beschweren. Mahlzeit. Hey. Das kann. Das finde ich doch recht angenehm. Oh je. Ich glaube, das ist aber nicht so gut. Das war glaube ich schon mal. Ich fürchte, dass man da kaputt geht, wenn man da reingeht. Das sieht man auch, ich habe gleich mit. Mit der Flashlight-Taste habe ich gleich mal meine Taschenlampe aktiviert. Oben rechts sieht man, wie viel Energie die noch hat. Ich glaube, da wurde gerade einer verspeist, so wie das gerade eben ausgesehen hat. The dimensional breach is definitely transmitting organic matter. Ja, so sehe ich das auch. So, Strom ausgeschaltet. Hey, jetzt müsste man. Da fällt wieder was ab. Okay, von innen gehen sie auf. Ja, jetzt gehe ich aber nochmal bei dem. Ah, einmal ist der Strom aus. Bei den Kabeln. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die. Ja, der Rotor ist auch aus. Genau, wie das aber gemacht werden. Hey, Station. Zurück. Und da weiter. Ach, ich glaube, ich weiß wie. Oh, macht erfinderisch.
mir etwas. Ich befürchte, dass das Wasser ist hier geladen. Ich glaube, da sollte man nicht reinspringen. Kann man hier irgendwo. Lava. Das soll zeigen, dass. Oh, ja, mein Anzug verliert ganz deutlich an. Aber ich glaube, ich muss da jetzt wohl oder übel machen. Die Teile gibt es übrigens auch für den Anzug. Ich glaube, da sollte auch mal bald irgendwann eins kommen. Ja, da habe ich doch schon was gesehen. Da kommt noch einer. Ja, komm her. Ich bin gespannt, was hier kommt. Das hört sich nicht gut an. Ja, das ist genau auf Kopfhöhe. Da hat sich der Stromschalter wohl nicht drauf ausgewirkt. Ach, das ist hier vorne, ja. Ach, guck mal an. Ja. Sie sehen aber etwas. Ja, er kommt raus. Hey, nochmal. Nochmal Munition. Das gefällt mir doch. So, dann ging es, glaube ich, hier hinten weiter. Ja, keine Ahnung, die Kisten kommen zu schwer. Die stehen da. Bisschen unsicher ist, ob man jetzt gerade auf dem richtigen Weg ist. Diese Ladesequenzen, die zeigen einem eigentlich immer recht deutlich. Oh. Zeigen einem eigentlich recht deutlich, ob man richtig ist oder nicht, weil immer wenn man den richtigen Weg gefunden hat, wird dann einmal kurz zwischengespeichert bzw. eine neue Sequenz geladen. Das hilft dann etwas weiter. Und hier sehen wir, jetzt habe ich schon die zweite Waffe gefunden. Beziehungsweise die dritte, um es genau zu nehmen. Na. Ich glaube, hier unten ist ja noch. What is that smell? Für den Anzug. Da haben wir noch Munition für die Schrotflinte. Sehr schön. Oh, nochmal jede Menge Munition. Das ist eigentlich nie was Gutes. Das ist ein Midi-Pack. Da oben komme ich ja nicht rein. Und hier weiter auch nicht wirklich. Da oben war auch nichts. Ich weiß, was hier gewünscht ist. Ein bisschen Einfallsreichtum. Wir schieben uns jetzt nämlich das Ganze hier zurecht, würde ich sagen. So, dann versuchen wir hier aufzuspringen. Und da die Leiter zu erreichen. Das sieht doch perfekt aus. So gefällt mir das. Ach, guck mal an.
Das war ja mal wieder so klar. Das hört sich schon wieder nach einem Lüfter an. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Ja. Ich würde sagen. Irgendwie deaktivieren. Weil ich. Hey! Das hört sich doch gut an. Standardmäßig benutzen. Weiter geht's. Da weiter. Ach, guck mal einer an, wo wir da wieder sind. Oh. Nochmal Munition. Ja, das sieht doch toll aus. Ich glaube, ich fahre mal ein bisschen größeres Geschütz auf. So muss das. Vielleicht ein bisschen oversized die Waffe, um na, diese kleinen Viecher. Das hört sich nach. Okay. Die scheint eher aus. Da gehe ich definitiv nicht rein. Yeah. Die haben wir ja auch schon vorhin mal gesehen. Oh, das sieht aber. Wird das Ganze auch etwas interessanter. Guck mal, da draußen steht einer. Nehmen wir mal nicht mal alleine was, ne? Aber schön, wenn man die auf Anhieb trifft. Die auch mit einem One-Hit down. Dann musst du dann wenigstens treffen. So. Ach, da hängt wieder was runter. Da sollte man wieder vorsichtig sein. Da. Das sieht ja lecker aus.